Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute dreht es sich um Kaffeekochen im Thermomix und zwar mit dem Wunderbrew von Wundermix. Das geht so schön. Das zeige ich euch jetzt. Ja, wenn ihr zum Beispiel Besuch bekommt, mehrere Leute, dann reicht ja meist der Kaffeevollautomat nicht. Da muss man zumindest andauernd hin flitzen und den Kaffee ziehen. Und das ist ja sehr umständlich. Und da kommt der Wunderbrew genau richtig. Denn da könnt ihr dann im Thermomix eine größere Menge an Kaffee kochen. Genau, und das zeige ich euch jetzt. Ja, als erstes gebe ich 500 Gramm Wasser in den Mixtopf. Dann wird das Wasser erst einmal erhitzt. Bei 10 Minuten Grad und Sanftrührstufe. So, in der Zwischenzeit befüllen wir jetzt hier den Wunderbrew. Und zwar drehe ich das einfach hier so auf. So, und schaut, so sieht das hier aus. Hier ist so ein Siebchen. Also es kann da nichts durchfallen. Und jetzt habe ich hier den Kaffee. Und da gebe ich jetzt drei solcher Löffelchen hier hinein oder drei Esslöffel, wenn man das jetzt hier nicht hat. Und dann setze ich das hier wieder auf. Und drehe das hier so zusammen. So. Genau. So, das Wasser ist jetzt schön erhitzt und da setze ich jetzt den Wunderbrew ein. Ihr seht schon, der hat hier so Aussparungen und das kommt dann auch hier so hinein, kann man also praktisch so runterschieben. So, genau. Dann der Deckel wieder drauf. So, dann stelle ich den Thermomix ein bei 10 Minuten 98 Grad Stufe 5. So, die 10 Minuten sind jetzt rum. Jetzt nehme ich hier den Messbecher ab. Ich habe jetzt noch mal 1-2 Minuten noch mal gewartet. So. Das sieht jetzt so aus. So. Und das hole ich jetzt hier raus mit dem Spatel. Lass hier noch mal den Wunderbrew noch mal abtropfen, ein paar Minuten. So, das zeige ich euch gleich noch mal.
Und jetzt ist der Kaffee fertig. Ohne Krümelchen. Also ganz toll ist das. Schaut. Und hier, das öffne ich auch gerade mal, damit ihr seht, wie das aussieht. Also so aufdrehen. Das lässt sich auch ganz leicht säubern. So, schaut. Oh. Ja, ich gebe noch mal einen Schwups Milch rein, sonst ist mir das zu stark. Normalerweise gebe ich erst die Milch rein und dann den Kaffee, aber heute mal andersrum. Genau. Oh, lecker. Oh, endlich wieder Kaffee. Mein Kaffeevollautomat ist ja kaputt. Oh, und das ist so schrecklich. Da fehlt mir einfach der Kaffee. Der ist richtig schön heiß. Genau. Ja, ihr Lieben, das war's schon gewesen. Kaffee kochen mit dem Wunderbrew von der Firma Wundermix. Ganz leicht, braucht man keine extra Kaffeemaschine hier, keine Filter, denn der Wunderbrew, der hat ja dann schon diesen Filter-Einsatz da drin. Und ja, das kann ich euch nur empfehlen. Ja, ihr Lieben, das war's gewesen. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal kostenlos, aktiviert die Glocke und einen Daumen nach oben. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Ja, dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Tschüss!